Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Das ist ein Riesending, dass man Frank töten kann, finde ich. Ich meine, es wirkt ja nicht wie so. I better focus on this board and start tying these clues together. Es wirkt vielleicht nicht wie eine Riesenentscheidung, aber ich fand das schon riesig. Krass, dass es sein kann, dass er einfach stirbt. Hi Max, wollte nur mal nachfragen, wie die Suche läuft. Danke Frank, wir arbeiten uns voran. Wir sind gerade eben erst weg. Wir konnten noch nicht viel finden in der Zeit. Ich hoffe sehr, halt mich auf dem Laufenden. Komm später vorbei, wenn du feiern willst. Viel Glück. Dann unterstützt du uns mit Drogen. Woods are Arcadia Bay. Weiteres Teammitglied gewonnen, yay. Und hier unten der Wohnwagen. Blutende Max. Oak Hit. Oh shit. Joke shit. Was auch immer. Pistole. Sorry, we got Frank on our side without using you. Bis jetzt haben Waffen in diesem Spiel immer was Schlechtes bedeutet. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Chloe's on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. Hinweise untersuchen machen wir gleich. Ja. Gut, fangen wir erstmal an mit Chloe nochmal drin. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Okay. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Ich würde ja gerne wissen, was da steht, aber ich kann das nicht lesen von hier aus. Gut, dann Max, machen wir. I know we can snap all these pieces together. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Alles klar. Dann machen wir mal Musik an und wir fangen mal mit Amanda Palmer an. Wir gehen von links nach rechts. So, Franks Hinweise. Sammel Informationen zu einem Charakter, indem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt muss eine bestimmte Anzahl an Hinweisen ausgewählt werden. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Das gab's doch zum Beispiel auch nicht bei Life is Strange 2, oder? Ich meine, es ist nur so eine kleine Sache, aber trotzdem. Mega cool. Frank's account book. But the client names are encrypted. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Wir brauchen nur sein Buch und die Liste von Namen, oder nicht? Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? David Metzen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Ambers Drogenkurier in Mr. Metzens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Status Rachel sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötige und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Ich bin mir nicht genau sicher, was Rachel gemacht hat, ehrlich gesagt. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Frank, was du getan hast, war uncool und schieb's nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht. Und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen. Und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin ein Löwe und wir schauen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir. Uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. XO, Rachel Ember. Das ist das Foto. So weird, how close they were. But Frank couldn't keep Rachel. Or protect her. Ist das eigentlich genau das Foto, was Frank hatte? Ich meine, wird das denn nicht vermissen? Oder habe ich das jetzt gerade falsch im Kopf? Das ist die Liste, ne? Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Rotten. Das ist besser als die Übersetzung, er sollte einen Maulkorb tragen. Rotten heißt ja eigentlich einfach verdorben.
Okay, kennen wir hier jemanden? Chloe ist eine Bulldogge. Beagle, Justin. Stifler. Ist das nicht so ein Typ aus... Wie heißt das? American Pie oder so? Ich glaube, so hieß doch so ein Typ, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt, kommt mir nur der Name bekannt vor. Ich habe American Pie tatsächlich nie gesehen. Ich habe nur so viel über die Reihe da gehört. Logan ist ein Labrador, okay. Stella ist ein Dackel. Madame Luxuskarre. Madame Luxuskarre? Miss Fancy Car. Bobtail. Chihuahua. Katie. Kate Marsh? Die Katie? There's no doubt she loved him in some way. Frankie B. Hoffe, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Und am Abend Pompidou. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus Arcadia Bay raus. Ich danke Gott für dich, du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig. R.A. Rachel Amber. Gut, wählen wir mal aus. Jetzt Kontobuch. Liste. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Eins nach dem anderen. Jetzt erstmal die nächste Musik. Bright Eyes. Schön Musik hören und Hinweise lesen. Das gefällt mir sehr gut. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. David should have done way more than take photos of Kate. Kate Marsh, sie weiß etwas. Ich glaube ja, das bringt nicht, dieses Foto von Kate. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Kate M. nimmt immer den gleichen Weg zum Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgung für die Watergate-Party reden. Drogen. Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet, sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen. Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen, trauen niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern. Selbst von der Kirche. Drogen? Wenn das nicht paranoid ist. Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Schuldig. Über die Party wolltest du reden, okay. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Twilight Zone, das weiß ich nicht, was das ist. Das andere. Does David know what's going on with Rachel or is he just paranoid about everybody? Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgt Rachel zum Leuchtturm. Rachel meidet das Wohnheim. Folgt Rachel zum Leuchtturm. Bericht der Arcadia Bay Polizei. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18, wurde um 14:35 an der Blackwell Akademie wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Metzen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drogen und Verleugnungen reagierte. In ihrer Tasche wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Also hat sie ja doch Drogen für Frank getragen? Ich weiß nicht. You need to get rid of these damn cameras, David. Die Kameras von Blackwell. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Ja, also das schon mal nicht. At least David was finally going after the right suspect. Nathan, Warren, Max. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset.
Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Madsen folge ihr und fotografiere sie. David stritt dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Mhm. Also die Autos, die Koordinaten und bei der letzten Sache bin ich mir nicht ganz sicher. Ist es das? Ich glaube, es war das. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Sehr schön. Dann hier die Hinweise. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? There's a lot of numbers in here. Naja, so sein Zeug, Geburtsdatum, Nummer. Ja, er ist hoch angesehen und hervorragend und so, bla bla bla. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Irgendwie, ich weiß nicht, dieses Gewäsch möchte ich nicht unbedingt nochmal lesen. Obwohl ich ja versuche, sonst immer alles zu lesen, aber. Oh Mann, es ist doch so ein. Es ist so ein Blub. So, sein Telefon sollten wir wahrscheinlich auch benutzen. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Das wählen wir auf jeden Fall aus. Ich glaube. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? 4. Oktober war das, okay. If there is a dark room, we better find it. Rachel in der Dunkelkammer. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Ist nicht großartig für ein Passwort viel da. Ich meine, da steht ja nur stehen ja nur drei Worte. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. 542 9539. Das sind die, die er aufgeschrieben hat. Nehmen wir nochmal das aus und wir gucken uns das nochmal an. Oh, so busted. Good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott, mit Bedauern informieren wir Sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Reuters Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Einen vollständigen Bericht finden Sie in den angehängten Dokumenten. Brauche ich nicht dafür, ich brauche nur noch diese Karte hier. Couldn't hurt to give this pin code a whack. 1111. Ich glaube ja nicht, dass es das ist. Unwahrscheinlich. Zeichnung hatten wir uns angeguckt, Party auch, also ja. Wählt das aus. Okay, Max, let's blow this code up and go home. Ja, wir. I'm so glad you're working with me on this. Klar. Oh, Nathan hat mir eine Nachricht geschickt. Ist das nicht nett? Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Alles klar, machen wir gleich. Was hat Nathan geschrieben? Waschlappen können nicht kämpfen. Jetzt wünsche ich so ein bisschen, ich hätte ihn verprügelt. okay, machen wir das. Während wir versuchen, die Sachen zusammenzusetzen. Ich dachte, Angus und US Drone wäre dabei. Waren sie doch nicht. Falsch gelegen. See if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, Max. Remember these names and. See how Nathan fits in with all this. Wir gucken einfach nach Rottweiler, nach Nathan. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Da, 30.09. Rottweiler, Blackwell, 3 Gramm, GHB, $65.
relativ billig im Vergleich zu dem Rest. Ich meine, Nathan ist das reiche Kind. Okay. Ups. Nur mal gucken. Okay. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Chihuahua, das war Kate. Das weiß ich noch. Drei Blätter, 10.1. Aber Nathan ist hier nicht drauf. Rottweiler. Okay. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Rottweiler ist hier auch nicht drauf. Boxer. War Boxer Chloe? Guck ich nochmal gleich. Firebutt. $75. 2.10. Oh, warte mal. Chloe war Bulldogge. Was war das hier? Und wer war Boxer? Stifler, ach so, okay. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Ich glaube, 4.10. war ja auch die Party und ja, Rottweiler ist hier einmal $300. Oder? Ne, Moment. $1.051 dann an einem Tag für Drogen ausgegeben. Meine Fresse. Speed, Kokain. Oh, meine Fresse, ey. Ja, auf jeden Fall das hier. I'm getting a contact high just reading this. Okay, Schlieferhund, Bobtail, Streuner, Beagle, Dackel, Chihuahua, das war Kate, wildes Gras, $300, 6.10, aber das ist schon nach der Party gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Also, Katie wird, glaube ich, nicht Kate sein. Ich glaube nicht, dass Kate sich das besorgt hat. I wonder what dog name Frank would have given me. Rottweiler ist hier nochmal drauf, also ja, dreimal, ey. Interessante Frage, Max, im Übrigen. Ich weiß nicht, welchen Namen dir gegeben hätte, also die drei. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Und nochmal Musik. Fangen wir wieder mit Amanda Palmer an. Das entspannt mich echt. So. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Na, ich guck mir erstmal die Bilder an, oder? Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Also, Nathans Fahrzeug ist rot. Man sieht ihn hier drin. Und er hat halt hier diese Klebebänder drin. Also, das auf jeden Fall. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Wenn er nicht so männlich aussehen würde, hätte ich gedacht, das wäre Victoria Chase. Das ist es nicht. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Ah, immer bist du unzufrieden, was ich mache, Max. Meine Güte. That's definitely Chloe's car. Ha, ja. Interesting. Twilight Zone. Is this Nathan's car? Nee, da ist kein Kleber drauf. Hinten links. Wow, sir. This looks like an expensive machine. Ich bin mir nicht sicher, was das leider heißt, das Nummernschild. Ich glaube, es ist Jeffersons Auto gewesen. Who does this car belong to? 6 Feet Under ist Nathans Auto. Was für ein Zufall. So. Yep, another car David was tracking. Das war nicht Nathan's, weil Nathan's ist 6 Feet Under. Who else was David tracking here?
Mann, diese Länge und Breiten gerade. Zum Glück brauche ich die nicht, weil das sagt mir alles gar nichts. Why the hell are you following these people? And to where? Okay, das unten rechts muss es sein. 6 feet under. Das ist es. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye aye, Captain. Here we come, Rachel. Ah, cool. So viele Orte, krass. Und dafür brauchen wir jetzt Nathans Hinweise. Gut. Let's start hacking. Dann Zeug. Sein Geburtstag ist am 29.08.1995. Okay. Das sind die Nummern, die wir haben. 9539. Also die eingekreisten gucke ich mir vor allem an. 9539, 542, 9539. Das war hier 111 nur, ne? 1111, also 4x1. Entsperren die PIN. So, womit fangen wir als erstes an? Weißt du, ich weiß halt die Lösung. Ach komm, ich mach's jetzt einfach. Es ist nämlich 0828, also sein Geburtsdatum. Es war, glaube ich, 28.08., ne? Und im Englischen ist es ja erster Monat und dann der Tag. Ups, bad code. Shit, habe ich mich vertan. 29. war es, oh. Ups, machen wir nochmal. Ist ja erster Monat und dann der Tag. Und deswegen habe ich am Anfang den Code falsch eingegeben. Und habe halt 29.08. statt 8.29 eingegeben. Und deswegen habe ich es falsch eingegeben. Zweimal oder dreimal oder so. Und dann sperrt sich das Phone. Aber ich glaube, man kann es irgendwie anders öffnen. Ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen, wie das ging. Aber ich mache es einfach so. Warte mal kurz. Bevor ich weitermache, kann ich kurz nochmal Musik anmachen? Ganz kurz. So. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Warte mal kurz. Ernsthaft? Ich wollte mir die Nachrichten durchlesen, die Nathan hatte. Jetzt muss ich hier... Okay, hier sind die Nachrichten. Man sieht sie hier nochmal. Okay, lesen wir uns jetzt nochmal durch. Alter, bist du wach? Was willst du? Kokain, Ski-Du-Exit, du zahlst den Nachaufschlag. Lass mich nicht warten. Sorry wegen vorhin. Brauche mehr. Bist du da? Ja, komm nicht. Und fick dich. Ist zwischen Frank und Nathan, richtig? Weiß nicht. Und er hat halt nach Zeug gefragt und dann hat er irgendwie Scheiße gebaut hier und da hat gesagt, fick dich und lass mich in Ruhe quasi. Ich brauch's jetzt dringend. 4.10. Ich mache keine Hausbesuche, du hast ein Auto. Keine Zeit, ich zahle das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht bar, keine Spielereien. Adresse, ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg, halt das Geld bereit. Okay. Was geht? Brauch G. Gras? Weiß nicht. Okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft, Arschloch. Beruhig dich. Bring's mir. Auf dem Weg. Bleib weg. Bullen am Strand.
Okay. Alter, bist du wach? Was willst du? Kokain? Das hatten wir doch schon. Hä? Ich dachte, das wäre das gewesen. Jo, anscheinend nicht. Jo braucht Gras, etc. Sofort. Beruhig dich. Flippst du aus? Bald. Sei... Hook a brother up, please. Strand, benimm dich diesmal. Und das hier. Bist du da? Fette Fete heute Nacht. Zu Hause. Unterwegs. Stopf die Pfeife. Und jetzt von jedem eins auswählen, ne? Hier sieht man das Plakat. So, this infamous party was the fourth. Okay, sie hat stattgefunden am 4. Oktober um 20 Uhr. Jetzt muss ich nochmal gucken. Hier war 7.10. Ist es garantiert nicht. 4.10. 22.24 Uhr nach der Party. Oder ist der... Die Party ist ja eigentlich noch am Laufen um 22 Uhr. Ich weiß nicht. Hier ist es nicht. 30.09. auf jeden Fall nicht. 7.10. auf jeden Fall nicht. Unterwegs stoppt die Pfeife. Das ist ja noch vor der Party. Und hier fragt er danach, ne? Brauchst dringend. Und hier ist er, glaube ich, auf dem Weg, Kate mit Drogen abzufüllen. Also ist das ziemlich sicher. Schauen wir mal den Rest an. Rottweiler Blackwell, okay. 30.09. ist es nicht. 4.10. 17.40 Uhr. Firebird, Speed, Kokain, $900. Möglich, aber es ist auch noch vor der Party. 7.10. Kokain. 7.10. Ecstasy, Gras, ist auch nicht. Hatten wir das? Ist auch 7.10. 23 Uhr, Rottweiler im Nirgendwo, 5 Gramm. GHB. Und es ist um 23 Uhr, das ist, glaube ich, kurz nachdem er angerufen hat und sie sich getroffen haben. Ich kann es mir nochmal angucken, ist es um wie viel Uhr? Ja, es ist um 20:30 und um 23 Uhr haben die es hier gemacht, ne? Also wählen wir das aus. Nehme ich alle Fortschritte zurück? Ich hoffe nicht. Ich möchte nämlich noch einmal kurz ein Lied machen. Machen wir noch einmal Sparkle aus. Nein, dann reicht's auch. Wenn wir dann noch nicht fertig sind, dann lasse ich es auch. Haben wir alle Lieder zweimal jetzt gehört. Take a breath, Max. Ach, shit, okay. Es war doch das hier, ne? Ja, es war das hier. Und es war das? Ja, genau. Schauen wir uns den Rest an. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Das ist Schwachsinn, das ist 3.10. Das kann nicht sein. That beach is like Frank's main office. Hier ist auch nicht der 4.10. dabei, also ist auch nicht am Strand. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Das wird es auch nicht sein. Somebody is stocking up on gas. Why? 4.10. 21 Uhr ist noch davor. Ich glaube, das ist es auch noch nicht. Das ist bestimmt nicht in der Tankstelle, nee. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Ist aber alles vor der Party noch gewesen. Am 4.10. wird es also nicht das Dorm sein. Du willst deiner... kann es nicht sein. Passt du vom Datum nicht. Oh, that has to be the Prescott Estate. Poor rich Nathan. 4.10. 18.23 Uhr ist also auch noch vor der Party. Also wird es wahrscheinlich das sein.
10:56 Uhr, kurz bevor er das Zeug von Frank bekommen hat. Also hat das ihm auch hier übergeben. Scheint es. Also es ist das. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Okay. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. Mm-hmm. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody, except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. Haben wir bis jetzt noch nie gemacht. I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Okay, dann. Cool.